Hallo Frau Christmann, ist es für Sie eine große Freude, die Sommertreffen hier zu haben in Ihrem Haus? Also es ist jedes Jahr wieder eine neue Freude, die Leute mal wieder kennenzulernen. Nach einem Jahr sieht man sich ganz gern mal wieder und wir freuen uns auf jedes Jahr aufs Neue. So, es ist 15 Uhr und alle haben eine Tasse Kaffee in der Hand. Und jetzt wollen wir mal fragen, wie es den Leuten hier gefällt und wie es ihnen schmeckt. Wie schmeckt denn der Kaffee? Also der Kaffee ist ausgesprochen lecker. Es gefällt mir auch so sehr gut. Es geht mir sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl. Was hast du denn in der Mittagspause gemacht? Ich war im Wasser und habe mich fit gehalten. Wir waren zur Wassergymnastik. Es war sehr voll und sehr schön und sehr lustig. Kaffee schmeckt auch? Kaffee schmeckt auch sehr gut. Kuchen hat auch geschmeckt und es geht's gut. Ich denke mal, es schmeckt nach Kirsch. Mhm. Und sonst geht es dir auch gut? Super. Kalorien sind abgearbeitet, was will man mehr? Und wir haben da jetzt ganz exklusiv den Burgholzer Anzeige-Redakteur dabei. Hast du heute schon mal wieder was eingetippt für die morgige Ausgabe? Ich kann ja Geheimnis verraten, der Anzeige ist zur Hälfte fertig, aber der Rest, die zweite Seite, sind die Abendaktionen, die Abenteuer, die da noch drauf kommen. Wir haben mal jemanden, der hier ganz leckeren Kuchen isst. Wie geht's dir denn? Mir geht's super. Und? Schmeckt's gut? Ja. Danke. Welchen Kurs hast du belegt? Ich bin bei den Senioren. Und Wassergymnastik heute gemacht? Nein, morgen. Morgen von 15 bis 16 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Ja, 15 bis 16 Uhr. Also wir haben jetzt eine ganz interessante Frage bekommen. Versicherungen werden ja oft als Betrügereien bezeichnet. Ist es denn so? Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ne? Also grundsätzlich natürlich gibt es auch sehr viele seriöse Unternehmen. Wo kommst du denn her? Aus Pößneck, Gymnasium Pößneck. Und bist du das erste Mal beim Sommertreffen dabei? Das dritte Mal. Hallo, wir kennen dich doch. Wer bist du denn? Ich bin Marlies Bremisch vom Orga-Team. Auch die Marlies hat mal eine kurze Pause. Was hast du dir denn für Kuchen ausgewählt? Donauwelle. Wir haben jetzt gerade einen Raucher erwischt. Trotz Rauchverbot steht er hier. In Thüringen ist das eigentlich seit 1. Juli gar nicht mehr erlaubt. Der steht zwar draußen, aber wir fragen ihn mal. In Hotels ist es noch nicht verboten. Und Rauchen ist schädlich, steht auf jeder Packung. Was sagst du dazu? Ja, da kann man auch andere Aufkleber drauf machen. So, wir haben hier einen ganz netten Kollegen. Die Männer sind ja hier eindeutig in der Unterzahl, ne? Ja, richtig. Wie kommt das? Keine Ahnung. Schaut ihr mal genau hin. Die meisten, die sich das zutrauen, sind eigentlich so ein GEW-Vorsitzender beim Sommertreffen zu tun? Ausruhen, entspannen, die Leute ein bisschen unterhalten, das Ganze eröffnen, abschließen und zwischendurch Bildungstage und sowas vorbereiten. Jürgen, könntest du uns deine Rede in Kurzfassung vielleicht noch bereitstellen? Sie war ja schon ziemlich kurz dieses Jahr. Ich kann sie euch gerne bereitstellen. Es sind ja nur zwei Botschaften drin. Das Schuljahr ist scheiße zu Ende gegangen. Alle sind frustriert und wir wollen euch hier wieder aufbauen. Also in unserer Seminargruppe geht es um Ruhe und Gelassenheit bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ja, das sind so bestimmte Strategien, die bei den Kindern entwickelt werden können. Bis hoch ins Jugendalter muss überlegen, diese Art und Weise, wie man es macht, um Möglichkeiten zu finden, auch sich ohne Worte mal zu verständigen und nicht gleich in die Aggression zu gehen. Ja, ich bin das erste Mal hier in Tabarz. Es gefällt mir sehr gut und wir werden sehr viele Kollegen animieren, im nächsten Jahr dann auch hierher zu kommen. Ich denke, das gibt uns sehr viel Ruhe und Gelassenheit zu finden und die Trainingsmöglichkeiten, die wir im ersten Modul kennengelernt haben, sind ganz wichtig.
und wir werden uns hier in der Gruppe noch weiter gut vertragen, um auch das zweite erfolgreich zu absolvieren. An das erste Sommertreffen erinnere, dann war ich viel aufgeregter, es gab viel mehr zu tun, aber jetzt ist es doch noch dem 12. oder mit dem 12. Sommertreffen doch schon einiges Routine geworden. Wir vom Videodreh wollen gerne wissen, welche Funktion du eigentlich hier bei unserem Sommertreffen hast. Ja, also ich bin die ehrenamtliche Referatsleiterin für gewerkschaftliche Bildungsarbeit und muss da in dem Punkt mich im Prinzip um alles kümmern, was von den Seminaren angeboten wird, in welchem Hotel wir im Prinzip diese Sommertreffen durchführen. Das ist nämlich nicht ganz einfach, weil wir nicht ganz so viel Geld mehr haben wie vor 10 Jahren. So, hallo liebe Freunde, was macht ihr denn hier heute Schönes? Wir verprügeln Männer. Männer? Und was macht ihr, wenn die Männer nicht mehr da sind, dann lebt ihr ganz alleine weiter? Nein, dann spielen wir mit uns. Und das geht dann friedlicher zu? Sehr friedlich und sehr lustig. Und was macht ihr jetzt wirklich? Ja, wir bauen unsere Aggressionen ab. In welcher Form auch immer. Habt ihr viele mitgebracht? Doch, eine ganze Menge. Und wie ist der Abbau? 50%, 70%, 90%? Ich denke, bei 90 sind wir schon, ne? Und was macht ihr mit den restlichen 10? Die kommen heute Abend. Beim kulinarischen Essen werden die dann abgebaut. Ja, gab doch dann Fallen mehr Knack. Nicht immer bloß am Genie, denn mit so einem Halbviertel Knack leidet unser Faller viel mehr. Ja, gab doch dann Fallen mehr Knack. Nee, immer bloß dann Chili, denn mit so einem Halbviertel Knack leist unser Vater viel mehr. Sehr gut mitgemacht. Ja, die Verpflegung ist erschreckend gut. Und die Unterbringung auch ganz toll. Sehr viel Engagement auch von den Organisatoren. Vielen Dank. Und eine letzte Frage. Wird es ein 13. Sommertreffen geben? Sag bitte nicht nein. Ich flehe dich an. Können die sagen? Ich soll ja nicht nein sagen. Eben. Wir arbeiten dran. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr habt es alle gehört. Die GEW und auch unser Vorsitzender wird am 13. Sommertreffen arbeiten. Ich komm vom Dorf. Ich komm vom Dorf. Ich komm vom Dorf. Und ich komm auch vom Dorf. Ich komm vom Dorf. Ja, ich komm vom Dorf. Und das finden wir so furchtbar schorf. Mein Dorf ist klein, verschlafen und nett, wenn nicht grad ein Nachbar rasen mäht. Hier gibt's keine Fremden, weil die hier nichts verloren haben. Und unsere Postfrau kennt jeden beim Fremden.